willkommen bei einer Runde Time to 3. Ich bin Tom, neben mir sitzt der Leo. Hallo. Leo, wir haben ein Spiel vor uns, das ihr noch nicht seht. Leo sieht es auch noch nicht. Ich habe Leo lediglich die CD-Hülle gezeigt von dem Spiel. Das wurde uns vor inzwischen fast 2 Jahren zugesendet von Headbanger bzw. Half Evil. Und ich möchte dir dafür danken, Headbanger. Also schon mal im Voraus, ohne zu wissen, wie genau jetzt dieses Spiel sein wird. Ja, ich warte noch ab. Ihr seht diesen schwarzen Bildschirm, weil so wie ich das Spiel starte, ist sofort eine Intro-Cutscene und wir müssen quasi aufpassen. Weil das habe ich nämlich vorhin gemerkt, als ich es mal getestet habe. Aber erstaunlicherweise funktioniert es problemlos auf einem Windows 10 Rechner ohne zu mucken oder so. Und das Spiel ist von, weiß ich nicht, den frühen 2000ern. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob es auf einem von welchem Jahr? Doch, 2002. Interessant, sehr vorausschauend von Ihnen. Fandel, es ist ein Adventure und es kommt von Atmosphere Studios. Das ist ein österreichisches Studio gewesen, meiner Recherche nach. Man findet aber nichts zu denen. Ah, wegen AT, Atmosphere, AT-Mosphere. Oh, meinst du? Also das ist ja Gigabrain already. ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, Leo. Ich denke auch. Mit Fandel. Ich habe vorhin einen Blick auf die Hülle geworfen und also ich weiß nicht, ob es gruselig sein soll, aber mir kam das Schaudern. Das ist, ich habe direkt angefangen. Wir werden sehen, Leo. Here we go. Okay, hier bin ich schon mal sehr. Mein Name ist Adam Vandel, Detective der Polizei von La Herida 5. Adam. Spezialgebiet Mord. Meine Lebensgeschichte ist kein Lied von Heiterkeit. Schöner Satz. Vater war ein belgischer Offizier, der sich regelrecht den Verstand aus dem Hirn saff und schließlich am Alkohol verreckte. Mutter ist Japanerin, ein herzensguter Mensch. Sie lebt mit meinem verhassten Halbbruder in Japan. Verhasst. Er arbeitet als Geldeintreiber für ein Verbrechersyndikat. Ein unangenehmer Mensch. Einzig seine über alles geliebte Frau Aiko kommt mit ihm klar. Lernen wir jetzt seinen ganzen Im Alter von 17 Jahren habe ich Cassandra, mein Mädchen, geheiratet. Wir lebten in einer eigenen Wohnung und waren so glücklich. 17? Bis zu jenem kalten, verregneten Dezemberabend. Oh Gott, jetzt muss ein Bruce Springsteen Cassandra sein. Hatte Appetit auf ihr Lieblingseis. Ich las ihr jeden Wunsch von den Augen ab und machte mich auf den Weg, ihr welches zu kaufen. Sieht aus, als ob du Appetit auf dein Lieblingseis hast. Ein seltsames Gefühl, das sehe ich doch sofort umzukehren. Doch ich kam zu spät. Die Wohnungstür stand weit offen, Cass lag blutüberströmt und sich vor Schmerzen windend auf dem Boden. Jemand hatte sie kaltblütig abgestochen. Sie verblutete langsam in meinen Armen. Das Eis ist auch geschmolzen. Mit ihr starb mein Herz. Damn. Okay, jetzt wird es auf Springsteen zu sein, jetzt wird es wohl sie an mit einer 13-Jährigen. Wo ich in den folgenden Jahren in allen Ecken der Welt zahllose Einsätze absolvierte. Immer in der Hoffnung, durch das Töten feindlicher Soldaten zu verschrieben. Doch es machte mich nur krank. Cassandras Mörder war immer noch nicht gefasst. Und so beschloss ich, Stain zu verlassen, um mich selbst an seine Fersen zu heften. Mein Gott, was für eine Ein Weg, der erfolglos Geschichte. Blieb. So ließ ich mich zum Detective ausbilden. Wie jeder Detective wurde ich cybernetisch modifiziert. Ein GEQ-Implantat ermöglicht es mir, die Gedanken meiner Mitmenschen zu lesen. Jesus, das klingt sehr beunruhigend. Vor einigen Jahren jagte ich einen Killer, der sich selbst Mandarin nannte. Er rächte den Mord an seiner Schwester, indem er aus der Haft entlassene Kindermörder hinrichtete. Allen Opfern ritzte er seinen Namen in den Brustkorb. Du hast das alles gemerkt, es gibt hinterher einen Quiz. Ich konnte ihn fassen und er wurde hingerichtet. Doch nun hinterließ ein Nachahmer eine blutige Spur in den Straßen der Stadt. Am Anfang war die Erde sowas wie flüssige Butter und dann kamen die Dinosaurier. Jesus. Vandel, Night of the Tortured Souls. Oh, Jesus. Also. Fuck! Das war mal ein Drop. Bist du sicher, dass das Spiel von Headbanger und nicht von Edgebanger geschickt wurde? Jesus Christ! Also, ich möchte Headbanger wirklich danken, dass wir das bekommen haben. Wie gesagt, man findet zu dem Spiel echt nicht viel. Und das, was man findet, ist nicht so positiv. Wie ihr euch denken könnt. Weil, also das Erste, was ich finde, ist eine Review von 4Players von damals. Was glaubst du, hat das Spiel bekommen? 43. 39. Du hast schon sehr niedrig gewettet und es war trotzdem noch nicht niedrig genug. Ganz ehrlich, in den Sphären macht es nicht mehr den größten Unterschied, nee, aber ja, true. Aber umso gespannter bin ich jetzt auf dieses
weiß ich nicht, Blade Runner-like? Ich habe keine Ahnung. Also das ist das, wo ich am ehesten so dran denken muss. Also dieses, ich möchte nochmal, na, also wir haben zwar gerade diese Slide-Ins von den Artworks gehabt, aber es war halt im Hintergrund immer dasselbe Bild. Und es war irgendein nondescript Blade Runner-Dach. Es sah wirklich aus wie eines der Dächer in Blade Runner. Ich liebe übrigens die Anordnung dieses Menüs und dann diese Untertiteloption rechts neben Beenden, klein. Und hier die Zeichen im Hintergrund. Ja, schön. Piet. Central Police. Rap Detect. Weil ich meine, das ist ja optisch okay, ne? Ist jetzt auch nicht schick, aber... Nee, es ist ein zweckmäßiges Artwork. Atmosphäre kommt rüber. Muss ich was machen? Nee. Oh! Achtung, Achtung! Was gibt's denn? Es wurde ein Mord gemeldet, Detective. Dragon's Gold Motel, 2790, East River Avenue. Ja, ich mach mich gleich auf den Weg. Okay. Mein Gott. Es ist hervorragend. Ich liebe alles hier dran. So, wir haben eine Liebe Badge. Ist eingefüllt, das ich empfinde, ja. Okay. Ist das, was ist das? Nee, ist eine Karte, ne? Hier ist unsere Badge und wir können schießen. Erster Versuch, sich selbst zu erschießen. Das hatte alles keinen Sinn mehr. Was hat er gesagt? Mein Herz ist gestorben? Ja. Sullivan Marshall Art School. Drei Leichen in der Dusche. Tatwaffe, Samurai-Schwert. Parallelen zum Fall Benjamin Mandarin Jack. Oh, hätte ich da noch was machen können? Wenn dein Vorname Benjamin ist, dann kriegst du nicht als Spitznamen Mandarin, sorry. Also ja. Das doesn't work. So, like was that. Haben wir hier? Die, oh, guck mal hier. Mike. Tell Mike to go home oder so. Downloading Data. Ich mag diese Geräuschkulisse, die der Polizeicomputer hier hat. Benjamin Jack. Im Alter von 10 Jahren wurde Jacks Schwester ermordet. Jahre später begann die Mordserie des Mandarin, alias Benjamin Jack. Alle Opfer waren aufgrund gegen Kinder gerichteter Gewalttaten vorbestraft. Bei seiner Festnahme lieferte sich Jack eine wilde Schießerei mit der Polizei, wurde zum Tode verurteilt und hingerichtet. Hier können wir uns mehrere Daten von Verbrechern angucken. Raul Del Paso. Über Raul Del Pasos Herkunft ist wenig bekannt. Nächtens trieb sich Del Paso, das ist schwer zu lesen, irgendwie eine Polizeiuniform tragend in den Straßen der Stadt herum, immer auf der Suche nach Falschparkern, diesen Dieben, Schlägern und anderen Gesetzesbrechern. Diese wurden exekutiert. Auf seine Verhaftung reagierte er völlig verwirrt, als ihm klar wurde, dass er mit seinen Taten selbst gegen das Gesetz verstoßen hatte, richtete er sich selbst. Bonus 20.000 Genki. Okay. Es mag sein, dass ich mich irre, aber ich glaube, Nächtens ist in Österreich eher verbreitet als in Deutschland. Oh ja, meinst du? Ist das so? So ein bisschen wie Jänner statt Januar, einfach so eine Kleinigkeit. Ne? Nadu-Fenster? What? Ich glaube, mit Fenstern zu reden, ist eher in Österreich verbreitet. Ich glaube, das ist keine deutsche Sache. Wir reden vielleicht mal mit einer Tür oder so, aber Fenster, na. Okay, aber es ist dann auch nicht alles vertont, Jim? Oder hat er das nur gedacht? Oh, geil. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass das Spiel Blade Runner 1997 rauskam. Dieses Jahr, also 5 Jahre danach. Ja. Meinst du, dass die Macher dieses Spiels möglicherweise Blade Runner gespielt haben? Oder gesehen, ja. Also das. Ja, gesehen wäre das eine. Aber schon alleine auch, wie er da steht, also die Art, wie er integriert ist in die Umgebungsgrafik und wie er die ganze Zeit so ein bisschen so Idle-Animation hat. Er sieht auch aus wie eine vorgerenderte, ne, 3D-Figur. Ja, ja. Ich meine, Blade Runner hatte berühmterweise so eine Voxel-Grafik für die Figuren. Genau, das war ja sehr kompliziert, weshalb es den Leuten so viel Probleme macht, das heute zu replizieren. Ja, und was? Wieso lässt sich das unmöglich öffnen? Und ansonsten hast du unmöglich, sagt er. Ja. Ach hier, ich kann hier raus. Oder was? Und halt auch so eine Sachen wie die HUD-Geräusche, die Interface-Geräusche, wie wir gerade am Computer hatten. Sieht zerbrechlich aus, so. Da gab es einmal dieses, es gab natürlich den Void-Kampftest, den berühmten Test, den man benutzt, um Replikanten von Menschen zu unterscheiden. Aber es gab auch das, ich glaube, es hieß Esper, was dieses Fotoanalyse-Tool war, wo du dreidimensional in Fotos reingehen kannst. Und sowas. Erinnerst du dich an das? Yep. Also, ja, so diesen Vibe kriege ich hier so ein bisschen. Ich glaube, so aufregende Sachen wird es hier nicht geben. Oh, die Musik.
Fühl mich wie zu Hause. Also das ist atmosphärisch, ist das ja schon nicht ganz so verkehrt. Es sieht halt einfach nicht so gut aus. Das ist das eine. Und zweitens, ich glaube, diese Shimai Daily Express. Gewalt gegen Androiden ist nun strafbar. Ab heute tritt ein neues Gesetz in Kraft, welches Androiden mehr Rechte einräumt. Witzigerweise kann man das fast besser lesen als das auf dem Computer. Ja, weil es ganz normal geschrieben ist. Gewalt an Androiden wird nun mit dem gleichen Strafmaß geahndet wie Gewalt an Menschen. Vorbei sind die Tage an denen... An Menschen. An stimmt. Danke für die Korrektur. Vorbei sind die Tage, an denen die gestresste Bürger nach Feierabend ungestraft über unsere mechanischen Mitbewohner herfallen durfte, um diese in ihre Einzelteile zu zerlegen. Diese Zeiten sind nun vorbei, Leute. Für den Mord an das ist ein komischer Zeitungsartikel. Für den Mord an einer Blechdose gibt es jetzt gar die Höchststrafe. Lebenslänglich auf dem Erzplaneten. Das ist die Höchststrafe? Der Shima Daily Express hat einen komischen Grundton, weil einerseits scheint er sich positiv gegenüber Androiden zu äußern und andererseits nennt er sie Blechdosen. Neue Mordserie erschüttert die Stadt. Ist der Mandarin zurückgekehrt? Da er tot ist, glaube ich, eher nicht. Downtown-Sanierung geplatz. Downtown-Sanierung geplatz. Bombers K.O. Niederlage. Wird er zurückkehren? Savage unterzeichnet neuen Vertrag. Eieieiei. Leo. Das ist alles... besser aussehen könnte, ist, glaube ich, unbestritten. Aha. Ich würde aber dennoch sagen, dass es, also, ich meine, wir haben noch nicht sehr viel gesehen, ne? Aber... Hi, Brutus. Täusche ich mich oder bist du tatsächlich schlanker geworden? Aber diese Edgelord-Nummer hilft auch nicht, finde ich. Bring mir doch bei Gelegenheit was vorbei. Ein kleiner Snack genügt. So im Snack vorbeibringen, Leo. Nicht die Stimme, die ich erwartet habe von dem bulligen... Nee. Schnurrbärtigen. Also, ja, es ist dieses edgy, oh, es ist hier der Mord und hier sind die japanischen oder generell asiatischen Begriffe und... Ugh. Ja, ich meine, das mit den asiatischen Begriffen und so, das ist auch so ein Cyberpunk-Ding, ne? Ja, das war zu der Zeit vor der Lost Decade, zur Zeit des 80er Jahre... Ich hätte gedacht, ich kann ihm das... Wirtschaftsbooms in Japan. So, die Japaner werden die ganze Welt erobern. Und dann später, als China sich immer mehr als Wirtschaftsmacht etablierte, verschob sich dann das alles so. Mittlerweile, wenn heutzutage irgendwie eine Cyberpunk-Geschichte erzählt wird, kann es eher sein, dass man vielleicht in einem Chinatown landet, als in einem Japanese Town. Er hat gerade gesagt, er hat keinen Führerschein und ist auf Lufttaxis angewiesen. Hey. Er ist so cool. Motorrad sagt er einfach nur, hey. Hey. Ich habe vorhin auf die Hülle geguckt und habe gesagt, dieser Charakter sieht aus wie einer von den 3000 Versuchen Edward Kahn, die von Alone in the Dark zu remaken, zu reinkarnieren. Weil er sehr aussieht wie der aus The New Nightmare. Ja, genau, das ist die Assoziation. So. Apartment, Police Station, Motel. Also Da kommen wir, glaube ich, her, oder? Nee, wir sind ja gerade auf der Polizei. Okay, ja. Wir gehen mal zum Apartment. Ah, doch, okay. Wow. Ich zahle mich dumm und dämlich an diesen dummen Taxis. Kein Sprit drin. Der spezielle, ätzende Treibstoff wird auch nur an registrierte Besitzer dieser Vehikel ausgehändigt. Okay. Dass das ätzt, soll das schon mal ein Hinweis sein für irgendwas? Möglich. Und hier liegt jemand. Na, was macht das Geschäft? Liegt sich's besser als gestern? Was für ein Arsch. Das ist voll der Joker. Hast du was für mich? Eine kleine Spippe-Binde? Spende? Willst du eine Dose haben? Achso, ich dachte, du erschießt ihn einfach. Hier ist meine Spende. Eine Kugel. Red Green Cookie Albinos. Live in Concert. Irgendwann reiße ich es runter, aber nicht jetzt. Aber irgendwann. Mark my words, okay, ich kann Poster. Hier hin oder ich kann hier hin. Hier geht's zur Terrace. Ach, ein Lufttaxi. Die sind so stubby. Die sind so niedlich. Es sieht aus wie ein Käfer. Meine Hände darin pflegen. What? Meine Hände darin. Warum sagt er das so? Entfernen von Warnschildern bei Todesstrafe verboten. Das ist eigenartig. Das ist irgendwie sehr komische Syntax. Okay, ich will aber noch nicht mit dem Lufttaxi. Ich will erstmal hier hin.
Lass dir Zeit. Ich glaube, ich kann nicht sprinten, also zumindest ein Doppelklick macht nichts. Oh. Was ist? Ich weiß nicht, was das ist. Kann ich mir das nicht angucken? Also eine Weste mit vielen Taschen. Ah, okay. Leere Blechdose. City Tiger Standardmodell. Meine Polizeimarke. Kreditkarte aus mit Metal. Das, die bleibt hier. Guck mal hier, die Asia-Snacks. Oh. Putzlappen. Manche Sachen werden mit Sätzen vorgestellt. Bei manchen einfach nur Putzlappen. Putzlappen. Das ist alles, was du brauchst. Da ist ein Bild von uns und unserer, ja. Leider hat der Fokus der Kamera nur für einen von uns beiden gereicht. Irrer tötet 19-jähriges Mädchen. Gestern Abend wurde die erst 19-jährige Cassandra Vandell von einem irren Serientäter mit unzähligen Messerstichen ermordet. Der Ehemann des Mädchens kam von einem Einkauf nach Hause, als er seine schwer verletzte Frau in der... Es tut mir leid, dass ich das so vorlesen muss. Ich kann das echt schwer lesen. Soll ich übernehmen? Kannst du das besser lesen? Ich denke schon. Okay. In der gemeinsamen Wohnung entdeckte. Alarmierte er sofort... Oh, sorry. Als er seine schwer verletzte Frau in der gemeinsamen Wohnung entdeckte, alarmierte er sofort den Notruf. Doch jede Hilfe kam zu spät. An die Wände des kleinen Apartments schmierte der Täter mit dem Blut des Opfers seltsame, blitzartige Symbole. Wir gehen davon aus, dass es sich um einen Serientäter handelt, sagt Detective Mahoney von der Polizei. Wir werden unser Bestes tun, um ihn schnellstmöglich zu fassen, fügte er hinzu. Vielleicht brauche ich eine bessere Brille, wer weiß. Vielleicht kann das Spiel auch einfach besser aussehen. Krass, dass er das eingerahmt hat hier. Aha, Memories. Ja. Er hat so ein ganzes Album. Für die Nachrichten ist es noch zu früh. Warum sieht das eigentlich aus wie ein Arcade-Automat? Ja, du sollst dich hinsetzen und eine geile Runde Outrun spielen, du Arsch. Warum gehen du wirklich nicht? Komm doch. Der gehört mir nicht. Ach, ich dachte, das wäre ein Taxi. Ah, du hast bestimmt vorhin auf die Säure, die da raustropft und die du vielleicht in die Blechdose tun solltest. Ein oder Teil so. Ist jetzt in Säure getränkt. Hat schon ein scheiß Leben, so ein Putzlappen. Ist aber nicht die krasseste Säure, wenn der Putzlappen die einfach so aufnehmen kann. Mhm. Mit einer Dose auch noch was machen? Ist jetzt bis zum Rand gefüllt mit Treibstoff. Weißt du, mit vielen... Okay. Die Kugeln meiner Pistole sind jetzt getränkt in Treibstoff. So. Aber also wir haben jetzt ein bisschen Treibstoff, nur eine Dose wohlgemerkt und Säure, falls wir irgendwie was machen müssen. Für den, der wollte ja einen Snack, sowas haben wir jetzt nicht. So, es gab ja noch, hat einen sehr eigenartigen Geschmack. Es gab ja noch das Motel. Der Miko, guck mal. Dragon Gold. Ich bin Detective Vandell. Eine Mordkommission. Sektor 26B, Central Police. Chebertat Absutka. Ja, du mich auch. Jesus. Er versteht kein einziges Wort von dem, was ich sage. Er erinnert sehr an... Gut, gut. Wie heißt der Charakter in Blade Runner, der die Augen anfertigt? Oh Gott, das gibt's, what the fuck happened here? Bah, ein Gestank hier. Ja, das glaube ich. Der ist halt auch immer in so einem, weil der muss in einem Kühlhaus arbeiten, weil die Augen extrem temperaturempfindlich sind. Mhm. Und deswegen siehst du links diesen Charakter immer nur mit so einem ganz dicken Mantel, der so wie so ein, ja, wie so ein Inuit Kapuze hat und sowas. Genau, es wird die Autopsie bringen. Ist das alles, was du dazu sagst? Sind das Tapes? Lass ich liegen. Du lässt was liegen? Was ist das? Was ist das? Brennholz? Ich glaube, es sind Tapes. Ich glaube, es sind Tapes. Es sieht aus wie Tapes. Vielleicht soll ich die in meine Weste tun. Nee. Was soll ich denn dann hier, wenn du hier nichts machst, wenn du sagst, ja, Autopsie und das lasse ich liegen. Was bist du denn für ein Detective? Der wird jetzt hier mit Säure eingerieben. Nee, keine Ahnung. It puts the acid on its skin. Kann man irgendwie, gibt's Tab oder so? Gibt's, nee. Versuchst du für wieder Tabulator zu drücken, um die Statuswerte der Krabben anzeigen zu lassen? Naja, ich dachte vielleicht irgendwie, vielleicht gibt es ja irgendwelche Shortcuts. Wenn ich Escape drücke, komme ich einfach nur ins Menü, ne? Da stand sogar Saving. Aber hier gibt es keinerlei Optionen oder sowas. Hat, warum sind wir hier? Wir haben unser volles Inventar, aber warum sind wir hier? Ein ätzender Putzlappen. Ja, wirklich. Ein ätzender Putzlappen.
Okay, also wenn ich Escape drücke, lande ich scheinbar wieder in der Polizeistation. Das ist ja anstrengend. That's stupid. Hat Headbanger gesagt, warum er uns das geschickt hat? Nee. Also weiß ich nicht mehr. Ich habe mir nur gemerkt, okay, es kommt von Headbanger, aber ich weiß jetzt nicht mehr, was der Kontext war hinter seinem... Okay. Weil er hatte mehrere Sachen geschickt. Headbanger hatte nicht nur Wandel geschickt. Mag Headbanger uns? Ich frage mich, ob Headbanger das Spiel mag. Ist er Fan oder eher nicht? Doch. Das ist doch, wenn die Leute uns sowas schicken, das ist ja eigentlich das Beste. Weil das sind diese Sachen, die keiner mehr so richtig kennt, die sich perfekt für Time to Try eignen. Genau, er hatte noch, ich glaube, es war sogar so, dass er mir eine Liste geschickt hat und ich habe einfach gesagt, hier, diese Spiele klingen interessant und Wandel war dabei. Zusätzlich zu Oni, Wet the Sexy Empire, Lords of EverQuest und Lula 3D. Ich kenne, abgesehen von Lords of EverQuest, all diese Spiele. Und gemessen an dem hier würde ich sagen, die meisten Spiele sind besser. Ist Lula 3D besser? Ja, es kann sein. Lula 3D, okay. Wet the Sexy Empire ist besser. Das kann ich dir sagen. Ja, das Wet the Sexy Empire ist ein dummes Schmuddelspiel, aber es ist eine okay Management-Simulation. Ja. Das glaube ich. Ich weiß nicht, sollen wir uns sagen, die uns vielleicht noch mehr? Ich wage es zu bezweifeln, ehrlich gesagt. Lies mal vor, Leo. Auch jetzt ich, ja? Hark Wu war ein Killer im Dienst der Mafia, bis er sich gegen seinen Auftrag... Das klingt wie das Intro von Renegade. Hark Wu war ein Killer im Dienst der Mafia, bis er sich gegen seine Auftraggeber stellte und eine lange Blutspur unter den mächtigsten Bossen der Unterwelt von La Herida 5 hinterließ. Ich habe vergessen, dass es La Herida 5 ist. Ja. Informanten bestätigten den Verdacht, dass Wu von mehreren Mafia-Clans gemeinschaftlich hintergangen wurde. Wu sitzt eine 35-jährige Haftstrafe ab. 45.000 Genki, der Bonus. Alle Esquilax, die wir finden können. Julius Hoffs, alias die Zecke, ist ein Genie der Computerwelt und Besitzer des Visional Mecca, einem Elektronikshop. Aufgrund seiner seltsamen Leidenschaft für warmes Blut fand Hoffs nie gesellschaftliche Akzeptanz bis zu seiner Verhaftung. Bis zu seiner Verhaftung trug die Zecke einen Anzug mit beheizbaren Blutkammern. What? Er tötete zahlreiche Hunde und Katzen, um an die erforderliche Menge Blut zu kommen. Haftstrafe abgesessen. Cuba, keine Ahnung, verbrachte seine Kindheit auf der Straße. Aus Geldnot trat er in den Dienst eines großen Chemiekonzerns als Versuchsperson. Über Jahre hinweg wurde an ihm ein Muskelwachstumsserum getestet, wodurch er zu einem feindseligen Monstrum mit unvorstellbarer Kraft mutierte. Sure. Nachdem Cuba ein Labor mutwillig zerstörte, kam er in Sicherheitsverwahrung. Später gelang es ihm auszubrechen und um anschließend mordend durch die Straßen von La Herida 5 zu ziehen. Zu lebenslanger Zwangsarbeit in den Minen des Erzplaneten Byzantin verurteilt. Was ja die Höchststrafe ist, wie wir. Na, zumindest die Höchststrafe für Roboter-Abuse. Ja, aber das stimmt. Das ist ja, also. Und natürlich der Rasierpinsel. Zeich? So wie Zeich her? Zeich. Zeich mir, was du kannst. Zeich ist der Prototyp eines weiblichen Spinne-Menschwesens. Of course. Von der Föderation während der Kriege um den Planeten Revin für militärische Zwecke entwickelt. Aggressiv, intelligent, hinterhältig, brach Zeich aus dem Labor aus. Damit legte sich ein tödlicher Schatten auf La Herida 5. Unter Einsatz seines Lebens gelang es Detective Wandel, Zeich zu eliminieren. Unterstützt wurde er dabei von einem ehemaligen Stain-Kampfroboter namens Blank. Also, meine Güte. Ich brauche Zeich. Aber wir wissen jetzt immer noch nicht, also wie es weitergeht. was wir machen müssen. Ja, ich bin der Meinung, ich habe schon... Diese Skulptur, was war das? Da hat er nur... Oh. What, wieso konnte ich das jetzt einfach abnehmen? Sieht zerbrechlich aus. Und an einer Stelle konnte ich mir ein Stück abbrechen. War mal ein Gardinenstock. Okay. Ist er eigentlich der Einzige, der in dieser Polizeistation arbeitet? Es wirkt eigenartig leer, alles. Alles wirkt, ja. Hi, Brutus. Täusche ich mich oder bist du tatsächlich schlanker geworden? Hey, Mate. Bring mir doch bei Gelegenheit was vorbei. Hey, Mate. Ein kleiner Snack genügt. Oi, Mate. Also ein Snack. Aber wir haben ja nichts. Wir haben hier eine Dose Säure. Und das war's. Ja, wer weiß, was schon in dieser verrückten Welt als Snack gilt, ne?
Na, vielleicht ist er ein Androide und mag Säure. Treibstoff. Eine Dose Treibstoff ist das ja. Vielleicht müsste ich das auch hier einfüllen in einen von den zwei. Aber er kann nicht fahren. Ja, das ist die andere, das andere Problem. Aber im Motel war ja auch nichts mehr, oder? Das ist keine Ahnung. Es wirkt so eigenartig, dass du am Tatort wortwörtlich gar nichts machen konntest. Also wirklich nichts. Ach nee, scheiße, das wollte ich gar nicht. Oh no! Ich dachte, ich könnte die Auswahl abbrechen, aber nein. Warum kommt man denn automatisch hierhin zurück? Das ist so dämlich. Oh, das ist eine Hirnstrapaze, jetzt schon. Ich will zumindest mal probieren, ob ich Treibstoff irgendwie ins Motorrad oder so füllen kann, weißt du? Ja, seine Laufanimation ist okay, tatsächlich. Nee, okay, ja. Macht gar nichts. Dann gehe ich will nochmal zum Tatort, weil es kann doch nicht sein. Du. Weil wir sollten doch den Mord hier sollen wir doch aufklären. Oh, hier liegt noch ein kleiner Stein. Oh, it's Simon the Sorcerer all over again. Kennst du die Story? Bin nicht religiös. Die Stein-Story? Nee. Oh Gott. Das war es bei dir im Stream? Es war bei mir und Mats im Stream. Schön. Es gibt, okay, ich erzähl's dir in der Kurzversion. In Summoner's Source War 1 gibt es eine Zwergenmine, die man zu einem bestimmten Zeitpunkt betreten muss. Ja. Man organisiert sich einen falschen Bart, also eigentlich ist es ein echter Bart, den man einem Zwerg abgeschnitten hat. Man verkleidet sich mit diesem als Zwerg und geht in die Mine rein. Und der Zwerg am Eingang der Mine sagt, hallo, wie lautet das Passwort? Und dann, oh, wir haben das Passwort. So. Als Kind hing ich zusammen mit meinen Eltern, die das mit mir gespielt haben und so, tagelang davor und habe nicht rausgefunden. Ich wusste nicht, wie ich an dieses Passwort komme. So. Ja. Und dann nach Tagen von Pixelhunting und so weiter und so fort, habe ich irgendwann entdeckt, dass vor der Mine ein kleiner Stein liegt, den man hochnehmen kann und auf dem das Wort Bier steht. Dann gehst du rein. Also vor dir und du kommst ins Zwergen. Ja. Ich bin damals fast explodiert, weil tagelang Pixelhand für eine Sache, die direkt davor und dann bla und so weiter. Ich konnte jetzt übrigens mit seinem Arm interagieren und habe dadurch ein schweres Brecheisen bekommen, weil das war hier irgendwie festgemacht mit seinem Arm. So stupid. Okay. Okay, also es war Pixelhunting Deluxe. Unser Freund, Mats Leubner, kommt in dieselbe Situation. Und was ich dir jetzt nicht erzählt habe über diese ganze Situation ist, es gibt einen sehr offensichtlichen Gag, den man machen kann, nämlich, dass, was ziemlich beeindruckend ist angesichts dessen, dass das Spiel Sprachausgabe hat oder so, du hast wirklich einen Arschkatalog von Wörtern, die du einfach raten kannst. Ist Bier dabei? Oder? Bier ist dabei. Ja. Und der Witz ist, es ist so ein offensichtlicher Gag, weil es beginnt wirklich mit Worten, die mit AA beginnen. Und dann gehst du wirklich alphabetisch durch und so. Ich bin Detective Vandell von der Mordkommission. Mach mal Sektor niemand, 26B, Central Police. Niemand, der bei Verstand ist oder nicht verrückt, er versteht kein einziges Wort von dem, was ich sage, würde jemals auf die Idee kommen, da länger als ein paar Minuten zu warten, weil du verstehst den Gag ziemlich schnell. Ja. Mats Leubner setzt sich hin und brute-forced einfach eine halbe Stunde oder sowas alle Guesses, die er hat, kommt zu Bier und kommt so in die Mine. Naja. Ich habe ihn live in seinem Stream angerufen, über Handy. Und habe ihn angebrüllt, ob das sein gottverdammter Ernst sei. Das muss ich mir mal angucken. das ist ja bitter. Das ist ja bitter, Leo, ne? Mhm. Bitter. Schon. Naja. Aber ist es bitterer als Vandell? Ja, ich möchte auch sagen, was ist denn, ist das deren Ernst hier? Ich habe jetzt ein Brecheisen, ich habe einen Stein, ich habe eine Kleiderstange, ich habe ein Tuch voller Säure, ich habe eine Weste mit vielen Taschen, ich habe eine Dose mit Treibstoff, ich habe eine Pistole, meine Polizeimarke und eine Kreditkarte aus Metal. Es gibt halt keine... Was? Es gibt überhaupt keine Aufgabenstellung gerade. Nee. Es gibt nichts, was wir haben... 10 unnütze Objekte und wir haben nichts, was wir... Hast du mal versucht, dem Kerl, der dich nicht versteht, einfach deine Polizeimarke zu zeigen? Habe ich gerade auch schon versucht. Ja. Gut, fein. Das wäre die eine Sache gewesen, wo ich mir da gedacht hätte, okay, das ist vielleicht sowas ähnliches für eine Aufgabenstellung, die zu irgendeinem unserer Objekte passt. Alles andere hier ist absolut... Wir könnten versuchen, für ihn einen Snack zu finden. Wir finden da mal gerade keinen.
Ich meine, es gibt halt das hier, aber da sagt er ja auch nur, ne, so ein Cola-Ding, da sagt er ja nur, er ist nicht durstig und der Automat ist leer. Aber Brecheisen verbinde ich mit Automat. Frag mich nicht, warum. Ich habe eine Vermutung. Weil ansonsten gibt es noch die Tür bei uns hier, die unmöglich aufzubekommen ist und wo man nicht rauchen darf. Lässt sich unmöglich öffnen, außer mit einem Brecheisen. Es ist halt auch so ein Spiel, das dir nichts sagt. Es beschreibt dir nicht die Objekte und es begründet keine einzige seiner Sachen. Lässt sich unmöglich öffnen. Why? Why the fuck not? Sag mir bitte, was ist das, was diese Tür... Wenn er sowas sagen würde wie, diese Tür ist schon seit Ewigkeiten zu und die Elektronik ist kaputt. Okay, fein, ich komme nicht durch. Get it. Ja. Ja. Und vielleicht kann er dann noch, wenn du wirklich für auf Nummer sicher gehen willst, kann er dem Spieler sagen, hier werde ich niemals durchkommen. Okay, fein. Aber einfach nur zu sagen, lässt sich unmöglich öffnen. Why? Warum ist sie dann überhaupt im Spiel? Was soll der Quatsch? Ach. Naja, vor allem hier oben ist dieses, ich weiß nicht, was das sein soll. Da sagt er, das lässt sich von dieser Seite aus nicht benutzen. Was soll das mir denn sagen, Leo? Ja, der Effekt... Was ist das überhaupt? Der Effekt, dieser Effekt, dieses, was auch immer es ist, dieser Effekt ist absolut tödlich. Ja. Man weiß hier von nichts, was irgendwas ist. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, dass Tom und ich Adventure-Veteranen sind. Ja, wir spielen seit... Veteranen. Ja, wir spielen seit 3 Dekaden. Haben wir x Adventures gespielt, im Gegensatz zu Robin Schweiger auch manchmal sogar ohne Komplettlösung. Ja. Das hier ist hilarious. Und warum kann ich damit interagieren und er sagt, es wird irgendein Blödsinn sein, Leo. Es wird ein ganz großer Blödsinn und wir werden auch gleich in die Lösung gucken. Ich wollte dich gerade fragen, weil Tom und ich, was ihr nicht wisst, ist, das hier ist der 2. Aufnahmetag. Wir hatten gestern schon mal einen Aufnahmetag. Wir haben gestern ein Adventure gespielt und da hat Tom noch gerade gesagt, es gibt manchmal so Leute, die sagen dann, ihr greift immer zu schnell zur Lösung. Ja, ihr sollt lieber ein bisschen mehr rumprobieren und so. Und I get it. Ich verstehe, warum Leute das möchten und so weiter und so fort. Aber Klemmt, Brecheisen. Do it. Jeppa, der Tankdeckel ist ab. Hast du Arschloch gerade Jeppa gesagt? Okay, Tankdeckel ist ab. Wie man das aber kaum sieht. Ich brauche einen Trichter. Du brauchst einen Trichter? Warum? Wenigstens sagt das sonst. Wo soll ich denn jetzt einen Trichter herbekommen? Oder kann das hier ein Trichter sein? Ich würde sagen nein, aber auf der anderen Seite, ich verstehe das Spiel ja auch nicht. Und was ist überhaupt mein Ziel? Kein Sprit drin, der spezielle ätzende Treibstoff wird auch nur an registrierte Besitzer dieser Vehikel ausgegeben. Ich wüsste nicht, also wir könnten das natürlich machen, aber wozu, warum? Warum sollten wir das machen? Was ist die Motivation? Ja, weil wir können ja nicht mehr fahren. Ich weiß auch gar nicht, warum machen wir das jetzt? Aber wir brauchen einen Trichter. Das ist ja zumindest eine Aufgabe. Es ist zumindest eine Aufgabe, da hast du recht. Aber ich habe, also... Oh. Nee, das ist einfach auch nur das Fahrzeug hier, ne? Ja, okay. Mein Punkt ist, wären wir bereit, hierfür in eine Lösung zu gucken? Weil ansonsten ist diese Folge bald vorbei und dann therapier mich nicht. Ja, also wir gucken auch dann schon in eine Lösung. Wir haben ja jetzt gerade, wo wir das gesagt haben, Fortschritt gemacht, wo dann die Leute sagen, naja, genau deswegen, wegen dieser Aha-Momente. Das, also wenn die Leute das als Fortschritt bezeichnen können, diese Leute, die das sagen, zur Hölle fahren. Einfach zur Hölle. Liegt nicht hier irgendwas da, was wir als Trichter benutzen können? Reiß doch das hier ab. Du hast doch immer gesagt, du willst das abreißen. Aber heute ist nicht der Tag. Vielleicht, wenn wir es wegätzen. Eines Tages überkippe ich das mit Säure. One day. Na, dahinter ist ja vielleicht was. Ja, dahinter ist ein Reservoir von Trichtern. Trichter. Hier ist nix. Du wirst doch irgendwas in deinem Haus haben, was du als Trichter benutzen kannst. Stattdessen ist es noch zu früh für die Nachrichten. Was ich immer noch sehr, sehr lustig Dann finde. Guck was anderes, du Penner. Und da will er auch nichts von mitnehmen. Okay, also das Brecheisen haben wir jetzt schon benutzt. Kann ich Sachen miteinander benutzen? Nee, ich vertausche sie nur. Moment mal, bitte drück nicht Escape, aber heißt das Spiel Knight of the Tortoise Stone mit K vorne? Ja, er ist der Ritter der... Das ist ja noch dümmer. Der gequälten Seelen. Der Witz ist doch... Er kann doch sogar Gedanken lesen. Das hat er auch am Anfang gesagt. Stimmt, wir können Gedanken lesen. Das habe ich schon wieder komplett vergessen. Also,
Warum macht er das nicht? Wir können ja Gedanken lesen. Das habe ich wirklich komplett vergessen. Entfernen von Warnschildern. Ja, okay. Ich meine, hier tropft es sogar. Also hier weisen sie einen ja schon sehr darauf hin, dass das... Der gehört mir nicht. Oh mein Gott. Ja? Detective Adam Mandel besitzt die Fähigkeit, Gedanken anderer Personen zu lesen. Dies ist unerlässlich, um einige der Rätsel im Spiel zu lösen. Möchten Sie die Gedanken einer Person lesen, so gehen Sie mit dem Mauszeiger auf eine neutrale Person, Mauszeiger färbt sich weiß, und klicken Sie doppelt auf die rechte Maustaste. Okay, wenn ich einmal rechts klicke, schwer angetrunken der Cowboy. Okay, hier war halt auch nicht neutrale, also es ist nicht weiß, I don't know. Aber ja. Es klingt... Na, was macht das Geschäft? Klingt ja. Stupid. Liegt sich's besser klicken als super. Gestern? Also doppelt mit der rechten Maustaste wäre an hinten. Eine kleine Spinne. Ich kann hier einen Stein anbieten. Nee, also doppelt rechte Maustaste funktioniert einfach nicht. Beschwerden bitte an Mogelpower. Beschwerden an Mogelpower. Haben wir nicht, ist hier nicht ein Handbuch dabei? Nee, das ist nur so ein Zettel, da steht nichts drin, oder? Nee. Mist. Mist, Mist, Mist. Aber weißt du, was einer der Punkte ist, der hier hinten draufsteht auf der Packung als Feature? Nein. Auch für Anfänger geeignet? Reine Maussteuerung. Also es ist wirklich alles mit der Maus. Stimmt das überhaupt? Musst du nicht die Orte aufrufen mit irgendeiner Taste? Nee, es okay. Ist wirklich alles mit der Maus bisher. Also außer, wenn ich Escape drücke, komme ich ins Menü und bin wieder in der Polizeistation. Geeignet für Anfänger? Ich sag mal so, aber auch viele knackige Rätsel und Aufgaben. Ich sag mal so, das stimmt insofern, als dass ich denken würde, dass Anfänger oder erfahrene Spieler exakt gleich aufgeschmissen sind in diesem Spiel. Also würde ich denken, das stimmt in gewisser Weise. Okay, ein Trichter. Müssen wir auf den Trichter kommen. Vielleicht kann ich das ja bei einem der anderen machen hier. Weil diese Beschreibung mit Rechtsklick kann ich mir generell noch nicht angucken. Er ist der Besitzer dieser Kakerlakenfestung. Okay, aber ich muss ein sehr schneller Rechtsklick sein. Nee. Vielleicht hat Mogelpower gelogen. Ja, also das scheint es nicht zu sein. Und viele andere Möglichkeiten habe ich auch noch. Aber vielleicht wird uns das ja auch noch erklärt, weißt du? Ich glaube, uns fehlt halt da einfach noch das... Da kommen wir vielleicht noch hin und dann sagt uns das Spiel, dass wir das überhaupt können. Ich weiß nicht, ob wir da hinkommen. Ich kann generell mit Rechtsklick die Sachen anklicken. Das hätte ich mal öfter machen sollen. Da kriege ich scheinbar nochmal Beschreibungen. Aber ich dachte, das hättest du vielleicht automatisch versucht, Stein. Weil das... Das hilft wirklich. Beschreibung. Nee, ich habe Rechtsklick bisher kaum wahrgenommen, um ehrlich zu sein. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel drücke, er wurde erschlagen und anschließend an die Wand genagelt. Okay. Dann sagt uns nämlich auch, was das hier ist. Das Opfer hat mit illegaler Pornografie gedealt. Darunter auch Videos mit Minderjährigen. Es muss immer so extrem sein wie möglich, ja alles. Wehe, du kotzt nicht. Ja. Okay, aber mehr kann ich hier scheinbar nicht tun. Weil ich glaube nicht, dass ich hier einen Trichter finde. Weißt du, was ich glaube, was ich nicht finde? Ein Walkthrough für dieses Spiel. Ernsthaft? Nee, Leo. Was? Schwer zu sagen, könnte eine Batterie sein. Und, oh. Der Schuss wäre nicht präzise genug. Ach, du brauchst ein Katschi. Guck mal, du hast doch dieses... Wir brauchen ein elastisches Band und das musst du in diese Gabel, in diese Metallgabel da einspannen, dann hast du... Oh, Leo, damn. Aber woher was Elastisches kriegen? Und warum solltest du da oben hinschießen? Na, warum, ich Tom? Eine Batterie kriege. Ich weiß zwar noch nicht, wozu ich eine Batterie brauche, aber dann hätte ich eine Batterie. ja. Ja. Was ist das hier eigentlich, wo ihr seid? Kannst du nicht einfach mit einer Pistole schießen? Das ist doch eine Pistole. Ich hab's gerade probiert, aber es ist einfach... Ja, ich gebe zu, es wäre vielleicht ein bisschen extrem, mit der Pistole einfach wild rumzuballern, weil man eine Batterie möchte. Macht ja gar nichts. Ich bin ja der Meinung, ihr könntet das auch mit einem Stein treffen, wenn das oft genug macht. Oh. Kann ich? Nee. Was? Nee, ich dachte, er hätte es gerade schon kombiniert. Na gut, vielleicht gehen wir jetzt mit Rechtsklick bewaffnet nochmal zur Polizeistation. Mhm. Und vielleicht sagt er uns dann auch mal was hierzu. Warum das hier so interessant ist. Eine Bronzeplatte mit sehr rauer Oberfläche. Dieses Wissen wird uns noch einmal nützlich sein. Sehr raue Oberfläche. Wachpersonal.
Chans Nudelsuppen. Ach so, ich dachte, wir interagieren mit dem Motorrad. Nicht mit den Nudelsuppenladen. Standard-Einsatzfahrzeug. Oh, er hat auch so interessante Sachen zu sagen. Ja. Der Shimai-Express von vergangener Woche. Okay. Glaubst du, es gibt drin noch interessante Sachen? Ja, vielleicht können wir jetzt mal rausfinden, warum die Tür nicht aufgeht oder was das Ding ist, wo du nicht rankommst das oder stimmt. Irgendwas. Als Kunstwerk deklarierter Drahthaufen. Aber irgendwie mag ich dieses Ding. Guck immerhin mal. Eine. Nee, er ist kulturell Cola-Automat leer. Als Kunstwerk deklarierter Drahthaufen, aber irgendwie mag ich das Ding. Ja, das trifft nicht ganz auf das Spiel zu, I guess. Sehr altes Modell. Ey! Eine Stadtkarte. Das Fenster lässt sich nicht mehr schließen. Was soll's, bin so selten im Büro. Also wir sind ziemlich oft hier. Aber muss ja arschkalt sein. Defekt. Dahinter verbirgt sich nur eine leere Abstellkammer. Okay, siehst du, das wollten wir. Darüber erhalte ich Anweisungen von der Zentrale. Okay, tut mir leid, Leute, dass ich Rechtsklick nicht benutzt habe. Das eröffnet uns zumindest ein paar mehr Informationen. Wie auch erster Bildschirm und die Grünpflanze ist gleich tot. Wir sind kein LucasArts-Adventure. So, dann können wir ja nochmal ins Apartment gehen. Weil jetzt habe ich ja eigentlich alles nochmal durch. Was sagt ihr denn hier? Steht seit Tagen hier rum, kein Nummernschild, keine Registrierung. Hab das Gefühl, die Kiste soll den Weg zu etwas versperren. Deswegen wollen wir da ran. Und hier schwer angetrunken, der Cowboy. Und das kann man sich ja angucken. Elektrisierend. Ja, okay, das bringt uns genau gar nichts. Therapier mich Licht. Tom, sofort immer Vandalismus. Es heißt Vandal, das Spiel, deswegen. Du hast recht, I hate you. Diese Band widert mich so an. Vorzugsweise dem Sänger könnte ich ständig was um die Ohren hauen, wenn ich was dabei hätte. Ja, los, nimm. Hau ihm was um die Ohren. Do it. Ja, ich frag mich halt, meint er das jetzt wirklich so? Oder. Weiß ich auch nicht. Nur so dahergesagt. Benutzen kann ich nichts. Sie brennt für Cassandra. Ach, deswegen dürfen wir die nicht mitnehmen. Das ist emotional. Ich nutze das Entertainment Center nur für die Nachrichten. Die Videogames spielt Blanc. So, so. Ein Zeitungsartikel. Unser Hochzeitsfoto. Das ist euer Hochzeitsfoto? What? Das ist euer Hochzeitsfoto? Was? Habt ihr geheiratet nach einem besonders langen Arbeitstag? Sie im Bademantel, du in deiner schmutzigen Arbeitsuniform? Okay. Nein, das ist auch nur das Ding. Ja, mehr kann ich hier aber auch nicht machen, Leo. Hast du wirklich gar keine Lösung gefunden? Das kann doch nicht sein. Gibt es ein Playthrough auf YouTube oder so? Habe ich nicht geguckt. Da seht ihr mal, was das, also wenn es ein deutschsprachiges PC-Adventure, für das es keine Lösung gibt, das kann doch nicht sein. Doch, Achtung, an Schwebefahrzeuge. Dem läuft da was aus. Das halte ich für impossible. Es wird irgendwo ein ganz kleines interaktives Ding geben, das uns einen Trichter bringt. Mit dem können wir dann das Fahrzeug wegmachen und dann geht das Spiel richtig los, Leute. Ich habe hier ein Video, das heißt Vandal Night of the Tortured Soul Playthrough und das ist 38 Minuten lang. Oh, kommen die dann überhaupt drüber hinaus, was wir hier haben? Ich werde mal gucken. Okay, Leo recherchiert. Also entschuldigt, wenn ich für die nächsten 38 Minuten nichts sage. Aber ich nehme, von den 38 Minuten sind halt die ersten 10 Minuten auch das Intro. Das Gelaber, ja. Wir können noch die Zeitung mitnehmen und daraus einen Trichter machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, Vandal. Stell dich nicht so an. Okay, gleich auf dem ersten Bildschirm gibt es ein Objekt, was du nicht hast. In der Polizeistation. What? Und zwar der Stab, an dem die tote Pflanze sich eigentlich hochranken sollte. Den kannst du mitnehmen.
Ach. I hate this. Das ist ein Blumenstock aus Bambus. Ein Blumenstock. Ein sogenannter Bambusstock. Okay, ist das wie so ein Blasrohr oder? Soweit bin ich noch nicht, Tom. Ich gucke den Walk so in normaler Geschwindigkeit. Das war ja jetzt auch nicht vorwurfsvoll an dich gerichtet, Leo. Ja, ja, sure. Bleib mal. Ist es jetzt ein Blasrohr, Leo? Bleib mal ganz chill. Schatz. Ich sehe, Vandal macht dich aggressiv hier. Ja! Ich sag doch, es ist irgendwie Pixelhand-Mist. Es ist irgendwas und, ganz Kleines, was uns. Und ich sag doch, dass Headbanger uns hasst. Der will uns auseinandertreiben. Ja, merkst ja, du wirklich, das nicht? Wirklich. Headbanger, du bist schuld. Falls du das hier siehst, was ich hoffe. Oh, das ist interessant. Wenn du zweimal mit dem Cop hier hintereinander sprichst, also direkt hintereinander, dann sagt er beim zweiten Mal was anderes. Hi, Brutus. Täusche ich mich oder bist du tatsächlich schlanker geworden? Die Dialoge nicht skippen. Hey, Mate. Bring mir doch bei Gelegenheit was vorbei. Ein kleiner Snack genügt. So, und jetzt einfach danach direkt nochmal. Hi, Brutus. Täusche ich mich oder bist du tatsächlich schlanker geworden? Hey, hier ist es aber so. Warte. Hey, Mate. Jetzt bring mir hier, doch bei Gelegenheit was vorbei. Also hier? Ein kleiner Snack genügt. Huh. Warte, nee, gibt's. Hä? Warte. Ja, ja, ist okay. Er benutzt irgendwas? Was benutzt er da? Hat er einen Snack? Nee. Aber sein Cursor wird anders. Er hat einen Cursor, der aussieht wie Bandals Augenpartie. Oh, das ist, wenn ich zweimal drei, wenn ich ins Leere... Das ist Gedanken lesen. Ja, wenn ich im Leeren zweimal Rechtsklick mache. Oh mein Gott, okay. Jesus Maria. Dann lies mal seine Gedanken. Eine Portion von Kenji's Fresh Octopus wäre jetzt genau das Richtige. Hättest du uns das nicht einfach sagen können? Okay, wir finden langsam... schälen wir es ist Vandal aus seinem... Ich zögere mich davor, diesen Vergleich zu machen, aber es ist ein bisschen wie bei Dark Souls. Ja, jetzt haben wir hier ein Restaurant, ja. Okay. Ja, wo du nach und nach dich immer erst vorarbeiten musst und dann lernst du Sachen kennen von diesem Spiel. Das ist... Dadurch haben wir jetzt einen neuen Ort freigeschaltet. Oh mein Jesus Gott. Ich drücke das Video noch nicht weg. Ich bin mir sicher, dass wir es gleich wieder brauchen.